Der Circus Voyage. Bekannt für seine Haltung vieler exotischer Tiere wie Elefanten und Giraffen. Wir sind verabredet mit Direktor Alois Spindler, der uns heute sein Zusammenleben mit seinen Tieren näher bringen wird. Genau, haben wir doch. Erstmal schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Und wir werden heute mal mit ein paar Vorurteilen aufräumen, versuchen zumindest. Ja. Es wird ja so viel Mist erzählt, tun wir einfach mal die Wahrheit erzählen. Dann gehen wir mal bei den Tieren rein. Gehen wir mal gucken. Ja. Schwenken wir mal um hier. Dann schauen wir die Giraffen und die Zebras. Und hier sind die auch Tiere. Unsere auch Tiere, also Haustier sagt man jetzt, aber Haustier und nicht Haustier ist so Blödsinn, weil das sind ja auch unsere Haustiere. Ja. Gucken Sie mal, ich wohne 10 Meter, keine 10 Meter von den Giraffen weg, also das ist schon ein Haustier für mich. Ja. Darum kann man auch mit den Giraffen so umgehen. Im Zoo könnte man nicht so mit umgehen. Das ist auch eine schöne Haltung, sagt man im Zoo, aber hier ist es noch mehr abwechslungsreicher und man kann näher an den Tieren ran, weil wir jeden Tag mit den Tieren arbeiten. Na, wie ich das hier sehe, leben Sie ja quasi 24 Stunden mit dem Tier. Ja, ich bin eigentlich hier Zoodirektor oder Zirkusdirektor, ist ein kleiner Unterschied. Der Zoodirektor sagt irgendwann, die Schlüssel abgeschlossen, das ist der Wachdienst da und die machen das da. Oder Bereitschaftsdienst. Bei uns im Zirkus sind immer die Tierlehrer direkt vor Ort. Die sind immer mit den Tieren, Tag und Nacht, krank, nicht krank. Das ist ungefähr, wie wenn sie ein Baby haben. Ja, sie müssen wir da. Wenn sie nicht da sind, müssen sie in. Bei mir ist es mein Vertrauensperson, mein Bruder oder meine Frau oder mein Sohn. Die müssen dann da sein. Wir können nicht mit der Familie ganz komplett wegfahren. Aber guckt mal hier, jetzt kriegen sie gerade hier die Giraffenbäume. Das ist Shakira und der Sabu. Shakira ist ungefähr jetzt 10 und Sabu ist 6. Ja. Sabu überholt gerade Shakira in der Höhe, weil er der männliche Giraffe ist. Ja. Aber jetzt machen wir mal eine andere Sache. Jetzt gehen wir mal einfach mal Richtung Elefanten, weil die müssen so und so raus. Ja. Jetzt eben war es so ein bisschen regnerisch, ist auch im Zirkus so. Im Zirkus gibt es nicht so ein Schema F. Es gibt Futterzeiten, aber es gibt nicht die Schema F. Morgens 8 Uhr raus, 12 Uhr das und das Futter, und dann rein, raus, wie sagen wir mal im Zoo. Das ist ein bisschen anders bei uns. Wir müssen immer die Platzverhältnisse, wir müssen das Wetter allerdings, das ist aber auch im Zoo, müssen auch im Wetter, der kann auch nicht die Giraffe jedes Mal raus. Wir müssen einfach auch die ganzen Blattverhältnisse und das alles mitmachen. Aber da haben die Vor- und Nachteile. Mhm. Nachteile weniger, weil auch wenn sie woanders sind oder es ist in der Norm stimmend aufgebaut, manchmal gehen wir aber viel größer über die Norm rüber, weil es einfach die Blattverhältnisse besser hergehen. Und dann ist immer für die Giraffe spannend, wie geht es denn auf dem nächsten Platz los. Weil gerade bei Giraffen, da steht es ja auch im Säugegutachten, man soll das Gehege gestalten, möglichst abwechslungsreich gestalten. Das ist besser wie im Zirkus, kann man es nicht machen, weil wenn da ein Hochhaus nebendrin steht, 5 Tage, dann guckt sich das Hochhaus an. Wenn das Zelt auf der anderen Seite steht oder eine Hauptstraße an der Seite ist, dann beobachtet die Autos, also in der Graffe ist Dings. Also Gestaltung wie im Zoo, dass ich irgendwas anderes aufhängen muss, Futter, so brauche ich nicht, weil die haben immer Abwechslung. Ich sage noch nicht mal Nachteil im Zoo, sondern Zoo ist auch gut gemacht. Die werden einfach das Gehege anders gestalten, immer öfters versuchen. Das brauchen wir hier nicht, weil wir haben es einfach anders gestaltet. Weil manchmal bauen wir einen Wagen mit ein, manchmal bauen wir das Wassergehege mit ein oder sonst was. Das ist immer wie es gerade kommt. Im Zoo sieht es immer nur die gleichen Wände. Ja. Dann muss der Zoo etwas versuchen, anders zu gestalten. Aber das machen die auch. Das ist ja auch nicht, wir sprechen ja auch nicht gegen den Zoo. Wir sprechen einfach überhaupt über Tiere. Ja. Und die Probleme und Problematik überhaupt ist, dass die Menschen so Nutztier, Haustier und Wildtier. Wildtier kann man hier nicht sagen, sind alle geboren hier in Europa. Es ist die zweite Generation oder dritte Generation, die Giraffen. Oder sogar vierte bei denen hier. Dann kann man nicht mehr sagen Wildtier, das ist einfach ein Zootier. Es muss ja gemacht werden, dass die Tiere von ganz klein immer an alles gewöhnt sind. Darum kann man dann auch auf der Straße gehen, man kann im Filmstudio gehen und sonst was. Weil die Tiere von klein auf wissen, wo ich hingehe, dann gehen sie auch mit. Das zeigen wir nachher mit den Giraffen, dann zeige ich mal, wie das zum Beispiel das Einladen geht. Das werden wir nachher mal machen. Jetzt gehen wir aber rüber zum Elefanten. Ja, selbstverständlich. Hier lang, um die Giraffen rum. Ja, wenn wir im Zoo, jetzt würden wir sagen, wir gehen ins Elefantenhaus und wir gehen ins Elefantenzelt. Ja. Aber auch nicht Elefantenzelt, eher das Totenzelt. Das sind natürlich mehr Heizen wie dazu, weil es ist einfach höhere Aufwände. Aber okay, das gehört dazu. Wenn man einen Hund hat, hat man eine Hundehütte oder man hat ihn zu Hause auf dem Sofa, so man muss ein Plätzchen haben. Ja. Dieses Thema kann man ganz wegspielen, ob oder wie, weil es gibt Normen und die halten wir ein. Es geht jetzt um den Grund. Soll ich ein Wildtier halten? Soll ich ein Tier halten? Ja. Wenn ich im Zirkus kein Tier mehr halten soll, dürft ihr auch kein Tier schlachten.
Weil das ist ja so, realistisch, ja. Ist ja Schlachten schlimmer, als wenn ich es 30 ja. Jahre lang pflege. Wir sehen das ja mehr als Haustier, weil ich ja nebendran ja. wohne und ich ja. arbeite, ja. Wenn ich 40 Jahre mit einem Elefant arbeite, dann ist das ein Problem, dann kann ich den nicht einfach rüber abhauen und aufessen. Das geht ja nicht. Also es ist anders wie beim Landwirt. Der Landwirt hat 16 Monate Kuh und die hat er keine Beziehung zu. Ne? Ich bin da auch nicht gegen, weil ich esse auch Fleisch, das ist nicht das Problem. Mhm. Beim Landwirt oder beim Zoo oder beim Zirkus das Gleiche. Es muss immer nur gut gemacht sein. Ja. Und die Bestimmung muss eingehalten werden. Ali! Vorwärts, hopp rein! Ali, Ali, Ali! Vorwärts! Hopp! Ali rein, rein, rein! Vorwärts! Zubeck! Zubeck, komm! Zubeck, Ali! Zubeck, Ali! Rugli vor! Zubeck, Ali! Nicht! Rugli vor! Rugli vor! Rabi, Ali! Rugli vor! Rugli! Zubeck, Ali! Rugli vor! Vorwärts! Ja, so ist das mit Elefanten im Zirkus. Vormittags, also morgen geht's los, wird gemistet, gefüttert, man redet mit den Tieren. Typischer Austausch, wie geht's dir, Hauptbau, schmust man ein bisschen mit und so. Und dann tut man, gucken, wie ist das Wetter, können sie gleich ins freie Gehege. Oder die Dings, aber wir haben ja, wir jetzt bei uns ist sehr gut, weil wir haben auch ein Gehege, wo sie innen drin frei, können wir gleich mal aufnehmen. Und dann ist das so ein Tagesablauf. Freigehege, ausruhen, Probe, zwei Vorstellungen. Also das Tier ist das ganzen Tag gefördert. Es ist aber auch so, dass wir manche Tage, wie Reisetage oder wenn es frei ist, wir lassen den Tag einfach, wie sie wollen. Einfach mal bummeln, wie wir Menschen auch mal. Wenn wir Samstag, Sonntag zu Hause sind, also die, dann machen die einfach bummeln mal. Und so machen sie auch mit Elefanten zum Beispiel. Am Reisetag wissen die genau, heute ist keine Show, heute können wir uns ausruhen. Aber wenn dann zum Beispiel die Elefantenfütterung kommt, einen Tag bevor das losgeht, also immer als ein Tag Reisetag, eineinhalb Tag, also wo wir aufbauen und Reisetag haben, dann können sie rumbummeln. Und die wissen schon genau, um 3 Uhr ist Fütterung, dann kommen die Leute und dann wissen sie schon gespannt, boah, jetzt geht's los. Aber alle Tiere, die wissen das. Das ist auch, wie man sagt immer so gerne, ein Mensch ist Gewohnheitstier, aber ein Tier ist auch Gewohnheitstier. Ähnlich wie beim, wie soll ich sagen, Polizeipferd. Ja. Polizeipferd, normales Reitpferd ist ja sicher für die Straße. Ja. Aber Polizeipferd ist super sicher, weil es sind geschützt über Springen, über Wasser, über Feuer, über Glasscherben, wenn die zerglittern. Das muss ein Polizeipferd alles drin haben. Das wird aber auch jahrelang trainiert darauf. Und so ist es bei uns im Zirkus. Wir müssen die Tiere auf das alles trainieren. Und dann kommt es auch immer dran, wie gut der Trainierer ist. Also muss man so dazu sagen. Es gibt schlechte und gute. Ja. Aber ich sage immer, man kann alles machen, wenn es gut gemacht ist. Die Zuschauer jetzt können zu Hause das ja selber sehen. Wenn sie einen Hund haben und sie lassen ihn zu lange, Langeweile, dann wird er rammdösig. Ja. Und das ist bei den Tieren hier nichts anderes, wie zu sagen, wow, Bewegung. Und das ist ja auch wieder so ein Vorteil beim Elefanten. Ja. Gegensatz zu anderer Haltung. Wir müssen hier nicht so viel hinbringen und was Neues machen. Weil die haben ja einen neuen Platz, die haben neue Erde, die haben jetzt hier, sagen wir, 400 Quadratmeter, die ihr Außengelege, da müssen die erforschen, dass jede Ecke was, wo ist. Die kleine Sabi guckt immer, ob das Gehege aufgeht oder nicht aufgeht, die ist ganz schlau. Und die anderen gucken, wo liegen die Bäume, wo liegen das, der Wassercontainer oder Sand oder was. Man tut immer anders gestalten. Ja. Wir sind auch nicht so ganz Schema F bei uns jetzt. Wir sind immer schön, schön locker. Ja. Locker, wie wir Zirkusleute sind. Wir sind locker, wir machen so und so und so. Das ist auch die Ablenkung von den Tieren. Die Futterung und das muss alles gewährleistet sein, aber das andere muss man einfach abwechslungsreich machen, weil ich glaube, in der Wildnis ist es auch nicht immer nur Schema F. Nein. Wir machen auch Strombahn draußen, wenn es große Wiesen sind, machen wir Strombahn. Wenn es im Zirkus ist, machen wir immer diese Gehege. Das ist aber einfach eine Sicherheitsfrage auch bei uns. Ja. Und im Innenstall da, mit Ketten und so machen wir gar nicht mehr. Wir machen es mit ein großes Gehege, machen wir über 14 Jahre jetzt, hat sich bewährt, ist schon das zweite Gehege, weil es ein bisschen stabiler gemacht worden musste. Aber das Problem ist eher, da muss auch die Gruppe stimmen. Wenn nicht, müssen sie zwei Gehege bauen und sowas. Das ist auch ähnlich wie im Zoo. Man muss gucken, wer passt zusammen, wer nicht passt zusammen. Wir haben glückliche Zeit, dass sie zusammenpassen. Da gibt es Rangordnung, aber es gibt keine großen Kämpfe bei uns. Das ist sehr gut. Und und die Tiere können sich natürlich besser bewegen. Ist halt so. Ja. Sie haben natürlich auch mehr Arbeit. Also Misten ist mehr Arbeit, weil sie das ganze Bereich, wenn sie angebunden sind, ist ähnlich wie beim Pferd früher. Ja. Früher wurden in jedem Reitstall die Pferde angebunden, da muss man hinten die Kacke wegnehmen. Heute ist die Box, da muss man die ganze Box ausmisten. Aber jeder Tierhalter wird sagen, geil,
Box ist besser, weil er kann sich ja die ganze Zeit bewegen. Wenn ich komme, kann ich besser reiten. Und so ist es beim Zirkus. Ah, Elefantenstall, kein Problem, baue ich lieber länger auf. Hier muss ich natürlich nur für das Elefantengehege, für den Stall, 30 Tonnen befördern. Von A nach B. Das heißt, ein Transport zusätzlich mehr. Also wir haben 14 Jahre lang plus den Elefantentransport und plus, was die anderen nur kleinen Transporter haben, haben wir 30 Tonner, 40 Tonner nochmal für die Elefanten mit. Mhm. Aber das ist... Das haben wir auch nicht von der Vorschrift gemacht. Das haben wir einfach gesagt, okay, das sind neue Generationen, da bauen wir was. Ja. Das entwickelt sich im Zoo wie im Zirkus doch immer weiter. Man lernt von den Tieren und man lernt von anderen Menschen oder von Büchern, was könnte man machen. Jetzt können wir mal weitergehen. Das Nilpferd zum Beispiel haben wir jetzt noch den Container. Der ist nach den gesetzlichen Dingen jetzt okay. Ja. Aber wir haben auch gesagt, okay, es kommen die neue Säugegutachten und das Nilpferd müssen wir da unterhalten. Kein Problem, wir haben schon ein neues. Das ist dann dreimal ausziehbar, ist aber 2 Meter hoch und das ist auch schon fertig. Er war schon da, aber er geht noch nicht rein, weil die Rampe anders sein muss. Weil er muss den gleichen Belag, wie er jetzt von dem Container hat. Er geht nicht auf den anderen Container. Hm. Aber das andere ist schon kein Container, das ist schon richtiges, also wir waren, das ist wieder mehr Arbeit, aber wenn der Gesetzgeber das so vorgibt, oder wenn wir, bei den Elefanten haben wir es allerdings und beim Nilpferd haben wir, wir hätten es auch noch ein bisschen kleiner, wir haben es jetzt noch größer gebaut, zu sagen, einfach um Ruhe zu haben, so stimmt das und dass er ein besseres Lebensgefühl hat. Das ist gar kein Problem. Ja. Aber so wie jetzt, er ist, er ist zum Beispiel, er ist jetzt glücklich in seinem Becken, weil er das immer gewöhnt ist. Ja. Ich weiß nicht, er ist auch schon 45 Jahre alt. Oh. Wenn er jetzt in der freien Wildbahn ist, ich bin jetzt nicht der Spezialist in der freien Wildbahn, er wäre schon aus der Gruppe ausgeschlossen und wäre schon der Bulle, wo schwächer ist. Er wäre schon... ziemlich am Ende seines Lebens. Er kann jetzt noch locker hier machen. Okay, im Gefangenschaft werden die Tiere so und so. Meist, das wissen auch die meisten Leute nicht. Älter wie in der freien Wildbahn. Weil die freie Wildbahn ist zwar schön, wenn man das alles so sieht, aber ist auch hart. Das steht ja so schön beim Bündnis für Tiere im Zirkus. Alles, was ich liebe und fühlen kann, das kann ich auch schützen. Wenn ich die nicht mehr sehe beim Zirkus und nur noch im Zoo, wo zum Beispiel jetzt hier in der Altmark und sonst wo kein Zoo ist, wo diese Tiere hat, dann kann man... Er soll auch nicht schützen. Und die sollen auch nicht bei uns spenden. Die sollen einfach für die freie Wildbahn spenden, weil wir da nochmal sind. WWF oder sonst was sollen sie machen. Ja. Gar kein Problem. Aber diese Tiere hier, die verdienen ihr Geld selber, weil sie Artisten sind. Keine Bettler, sagen wir mal. Ja, die sind Artisten. Mhm. Und sie machen trotzdem die zweite Arbeit, machen sie, dass sie die Leute, die Tiere näher bringen. Ja. Also wenn hier der Stall steht, ich bin selber in der Tierschau, und das ist auch für Voyage bekannt, steht der Direktor selber in der Tierschau und guckt. Wir machen auch nur noch Tierschau in der Pause, dass die Tiere noch mehr Freizeit haben. Dann bin ich da und dann können die Leute auch Fragen stellen. Die Tiere im Zirkus müssen arbeiten. Das stelle ich schon mal ab. Jedes Tier, was arbeitet, wird geistig gefördert. Das ist schon mal gut. Ja. Das ist schon mal, also sehen Sie beim Hund, das ist dann immer, wenn Sie mit dem Hund ein bisschen Kontakt haben, es ist sehr ausgeglichen und der freut sich, wenn Sie kommen. Dann geht die zweite Fahrerei, die Fahrerei. Ah, ja, die Zirkustiere müssen immer fahren. Wir hier persönlich beim Zirkus Voyage reisen nur noch wöchentlich. Ja. Das ist also ein Reisetag nur, circa zwischen 60 und 70 Kilometer. Ja. Dann wissen Sie ungefähr, wie die Länge ist. Ja. Nur, dann sagen die Leute, ja, die sind trotzdem auf dem Transport und so. Transport stehen heißt ja nicht reisen. Aber die Tiere sind ja gewöhnt. Jeder Transportwagen ist als kleiner als Rückziehungspunkt gemacht worden. Ja, und jetzt gehen wir mal zu den ganz kleinen Haustieren hier, die Gänse. Ja. Die haben ja Wasserdinger und er hört die auf. Guck, da fängt er schon an zu streiten. Da sind die Hühner hier dazu. Mhm. Die Tiere wissen auch genau, wenn das erste Tier verladen wird, dann die Elefanten zum Beispiel kann ich nicht zuletzt verladen. Weil die einfach aufgeregt sind, die wollen auch mit. Weil die wissen, auf dem anderen Platz ist irgendwas anderes, wir können irgendwas erleben. Gar kein Problem. Das ist Gewohnheit halt. Und ungefähr, wenn Sie mit dem Hund in den Wald fahren. Jeder Leute, wenn die arbeiten gehen, sagen, wir gehen abends mal eine halbe Stunde im Wald oder müssen dann aber hinfahren, weil wir jetzt in der Stadt wohnen. Dann springt der Hund schon alleine in den Auto rein. Mhm. Das ist ganz normal. Und so ist es hier bei den Zirkustieren. Wenn wir irgendwo sind, dann sagen einsteigen und dann ist es so. Und die Dressur ist auch so eine Geschichte. Geschichte Dressur oder nicht Dressur. Ja. Dressur ist natürlich nicht nur ist viel mit Futter und mit Disziplin. Wie ein Kind. Sie können ein Kind in die Schule schicken, aber wenn er nicht mehr will, müssen sie trotzdem sagen, jetzt gibt's Schumarrest oder sonst was, sonst geht's nicht. Und so ist es auch mit dem Tier. Man muss irgendwo auch mal die Grenzen aufweisen, sonst kann man nicht so mit ihnen arbeiten. Aber das macht man alles spielerisch und mit ein bisschen Strenge, dass man sagt, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Dann klappt das auch. Ist eigentlich, wenn sie ein Kind erzogen haben, ist das eigentlich nichts anderes. Das
Ja, da sieht man ja auch wieder, da, guck mal, der Hund von mir jetzt, vom Leo, der Hund, der geht jetzt zum Nashorn hin und spielt mit ihm das Giraffe, das Nashorn und das Nilpferd hier drin. Und das ist ein Spezialwagen, in der Mitte geht die Decke hoch und die Seiten brauchen wir nicht, weil das Nashorn ist nur dick, ist nicht hoch. Aber wie ich schon vorhin gesagt habe, man lernt ein kleines Tier beim Zirkus erstmal, dass es die Rückzugmöglichkeit ist. Hier ist ein Shakira. Das heißt, wieder mal mit Futter, dann nimmt sie die Longe und dann kannst du mit ihr spazieren gehen, wenn sie darauf geschult ist. Also, Pavel, machst du auch? Shakira, und jetzt, wenn man einfach mal so geht, ist eigentlich nicht los. Der Sabu läuft eigentlich immer hinterher. Aber der Wagen steht hier ein bisschen weiter weg. Jetzt zeigen wir uns einfach mal mit Shakira, ja? Mit. Komm, Shakira, komm. Bring das Futter mit. Shakira, komm. Komm her, komm, Shakira, komm. Wenn wir ein Stück zurückgehen, dann sehen wir das besser. Komm hier, Shakira, komm. Hier hängen wir Futter auf, Futter an die Wand aufhängen. Shakira, komm. Komm, Shakira, komm, komm, komm. Komm. So, machen wir das zu. Das hier, so. Das Wichtige ist auch dann immer noch, dass es gleich Futter da ist, dass sie weiß, dass keine Gefahr hat. Haben Sie ja gesehen, die geht einfach so rein, hopp und so. Obwohl jetzt hier gerade hier Bäume und alles sind, weiß sie trotzdem, es ist irgendwas Reise. Aber das ist natürlich das, was man lernen muss mit dem Tier. Einsteigen. Also jetzt ist wichtig, ja auch hier sieht man, dass man sie sich ausstrecken kann, weil ein Vorurteil ist, man kann sie nicht ausstrecken. Und den Wagen kann man hoch und runter fahren. Ne? Das sind dann die Hydraulikstempel. Ja. Die fährt man elektrisch hoch und runter. Also das geht schon. Ist natürlich alles nicht billig, aber es ist auf eine Art auch guten Zweck. Wenn man Giraffen schützen tut und nicht näher bringt, dann kann sie auch drüben in Afrika nicht geschützt werden. Das hat ja immer so der Zirkus auch das Vorteil, dass es so gemacht werden soll. Ne? Ja, sind wir euch noch schuldig, wie sie aussteigt, ne? So. Komm, Shakira, komm. Komm, Shakira, komm. So, komm. So, und so sieht es aus, wenn sie dann aussteigt auf dem Platz. Das ist ja halt gerade im Kino läuft da Giraffia. Da hat auch Shakira mitgespielt. Da haben sie monatelang gefragt, ob sie eine Giraffe irgendwo kriegen, vom Zoo oder so. Gar nicht möglich. Also sie musste in eine Halle rein, wo dann eine Greenwand war. Also das nennt man so grüne Wand, wo dann die Computersachen da dran gemacht werden. Da musste sie frei laufen auf 60 Meter, auf 20. Nur auf Futter zurück, ohne Halfter, ohne alles. Aber sie hat es gut gemacht. Sie war dann schon Schauspielerin nachher. Kein Problem. Aber das geht nur mit einer Zirkusgiraffe, weil sie trainierte drauf. Das ist dann auch nicht eher eine Qual, sondern einfach nur viel Arbeit und viel Liebe. Sonst kriegen sie das nicht hin. Wenn ich jetzt nur einen Pudel nehmen würde und die hier reinpudeln würde, ja, würde das einfach gar nicht machen und das Tier würde immer wegspringen von mir. Also eine ganz logische Erklärung. Ja. Darum, Giraffe im Zirkus geht, wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Komm. Auf geht's. Shakira, komm. Komm, 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 Shakira, komm. Hier, Sabu, komm her, Sabu, komm, komm, Sabu, komm.
So ist er brave, sagt er.